Entschuldigung. Fern von zu Hause bin ich auf deine Anerkennung angewiesen. Man nennt mich den König der Masken. Danke für den freundlichen Applaus. Mit meinem alten Ruderkahn befahre ich seit vielen Jahren die Flüsse von Sichuan. In jedem ehrenwerten Ort, in den ich gelange, statte ich den großen Familien, Bauern, Kaufleuten, Geheimgesellschaften und sogar dem zum Christentum Konvertierten einen Höflichkeitsbesuch an. Aus dem Weg, macht also ein bisschen wirklich, Platz hier. Tretet zurück, euch. los, ihr da hinten auch. Mit ein bisschen Glück hätte ich jetzt einen Enkel, der etwa so groß wäre. Ach, hör auf, warum zu reden. Zeig uns lieber deine Kunst, hab ich recht? Ach, General Liu, wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Hier sind Männer der Stadt. Ja, aber Sie bewegen hier doch auch einiges, was? Vater, Mutter, hier kommt Yanzi. Opa! Ah, mein Kleiner, komm zu mir. Na, wie geht es dir? Sag doch mal Großvater. Na komm, ist gesagt schon. Dummer Junge, es heißt Großvater. Sag's noch mal. Opa! Die Witwe aber hielt ihren Liebhaber bis zum Tag ihres Todes geheim. Aber wir wissen auch, dass jede Wand ihre Risse hat. Und ich könnte euch auch sagen, wer es war. Sag schon, alter Mann, wer war es? Ja, sag schon, wer es war. Daraus bin ich. Die Antwort ist hier direkt vor eurer Nase. Der, von dem ich spreche, befindet sich sozusagen unter euch. Weil er aber fürchtet, entdeckt zu werden, wird er sicher bald flüchten. Sobald er das tut, werde ich es euch sagen. Sieh doch! Die lebende Bodhisattva soll in Wirklichkeit ein Mann sein. Aber was erzählst du da? Das ist doch der berühmte Lian Sulan, der beste Frauendarsteller der Sichuan-Oper, falls du es nicht weißt. Wenn du seinen Lotusthron anfasst, dann wirst du einem gesunden Jungen das Leben schenken. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren, was? Oh, ja. Ja, kommt nichts wie hin. Hey, warte doch mal. Ihr habt's nicht leicht.
Bodhisattva. Seid ihr Meister Liang? Ihr seid wirklich ein großer Künstler. Unter all den Gauklern. Auf all meinen vielen Reisen habe ich nie etwas gesehen, was eurer großen Kunst gleichkäme. Eure Kunst ist etwas ganz Seltenes. Ja, weder die Peking-Oper noch die Shanxi-Oper bieten etwas so Schönes. Die Sichuan-Oper ist zwar bekannt für ihre Verwandlungen, aber sie verblassen vor eurer Zauberkunst. Ein und derselbe Trank wird von verschiedenen Händen verschieden gebraut, nicht wahr? Ich sage, jeder Bettler hat seinen eigenen Stock, um Hunde zu verjagen. Ich denke, meine Künste sind vergleichsweise unbedeutend. Aber erben darf sie nur ein Sohn. Das ist eine alte Regel, die beachtet werden muss. Meister Liang, obwohl meine Teetasse klein ist, so ist sie dennoch nicht undicht. Ihr habt mich wohl falsch verstanden. Es liegt mir nichts ferner, als euch eure Geheimnisse zu entreißen. Versteht doch. Kaufleute vereinen sich, Künstler bilden Truppen. Ein Tau wird nicht aus einem einzelnen Faden gemacht. Warum schließt ihr euch nicht meiner Truppe an? Wir teilen uns den Gewinn. Und ihr bringt frische Farbe in unser Programm. Meister Liang, versteht mich doch. Das ist etwa so, als wenn man zwei Gipfel vereinigen wollte. Ich bin ein Einzelgänger und an meine einsame Lebensweise gewöhnt. Verratet mir, alter Meister, habt ihr eigentlich einen Schüler? Tja, es ist zwar ein schrecklicher Gedanke, aber was wäre, wenn ihr sterbt und... Ohne Nachfolger seid? Ach, was macht das schon? Es wäre doch nur eine Kleinigkeit, die ich mit ins Grab nehmen würde. Oh nein, wie unbedacht von mir. Ich habe eure Gefühle verletzt. Alter Meister, wir entscheiden beide über unseren eigenen Weg. Ja, Generäle steigen niemals ab. Sie galoppieren weiter. Bruder Liang, vielen Dank für eure Förderung. Wie ich es sehe, sind wir jetzt quitt. Oh, Meister, das anzunehmen wage ich nicht. Es ist doch leider so, dass Mädchen nichts wert sind. Auch ihr werdet einen Jungen als Erben haben wollen. Auch ich, der ich nur eine kleine Rolle spiele, bin zur Hälfte eine Frau. Ich bin's nicht wert, Bruder genannt zu werden. Das war wirklich unbedacht. Bitte entschuldigt. Eins ist sicher. Wir haben beide ein schweres Schicksal zu tragen. Alter Meister, sucht schnell einen Erben für euch. Eure Zauberkunst darf nicht sterben. Göttin der Gnade. Durch sie wird euch jeder Wunsch erfüllt. Mit dieser wird euch ein Sohn geboren. Ja, geht nur näher ran. Seht sie euch genau an. Ihr könnt sie ruhig in die Hand nehmen. Ui, ich will eine, mit der man Söhne bekommt. Die ist für alle da, die Kummer haben. Oh. Oh. Das ist die richtige für euch. Es gibt garantiert einen Sohn. Ah, und das macht 5 Kupfermünzen. Hier. Pass gut auf. Großvater, ich will kein Geld von euch haben. Ich werde Ach, sauber machen, bevor ich koche. Ich will doch ein Jungen und kein Mädchen. Komm, was machst du da? Das hat doch keinen Zweck. Steh auf. Oh, bitte, Großvater. Ich suche einen Jungen. Nimm mich doch mit. Na komm, ich mache alles auf. Für was euch. Soll das denn? Ach, bitte. Na komm hoch. Ah. Oh, bitte, werter Herr. Ihr müsst nichts bezahlen, aber bitte, nehmt sie doch mit. So, hört doch. Seid ihr auch aus Sanxi? Ja, werter Herr, wir sind aus Sanxi. Aber ich suche nun mal einen Jungen. Wenn ihr unserer Tochter nur zu Nein, essen es geht geben nicht. Würdet, das versteht doch endlich. Ich kann und ich will nicht. Oh, werter Herr. Fort.
2 Goldstücke für ihn. Ah. 2 Goldstücke und er gehört euch. Aber er ist doch noch viel zu klein, oder? Nein. Ich kann ihn mir nicht leisten. Nein. Nur 2 Goldstücke, werter Herr. Großvater. Großvater. Du Kleiner. Er ist 8 und er ist mein Sohn. Wenn nicht die Überschwemmungen wären, würde ich ihn nicht weggeben. Zahlt mir 10 Goldstücke und er gehört euch. So viel? Denkt ihr etwa vielleicht, ich wäre der Gott des Reichtums? Na gut, dann 5. Großvater! Das sitzt wie angegossen, als ob es für ihn geschneidert wäre. So, und jetzt ziehen wir noch die Hosen an. Hündchen! Ja? Siehst du das? Ein kleines Boot. Das ist unser Zuhause. Ihr General! Hündchen! Ja? Komm her! Ja? Großvater? Ah, ah! Ich bin. Warte nur. Ah, Großvater! Oh, Großvater, du hast mir gleich Angst an mir. Kling nicht so. Bitte ist nicht so schnell. Es ist doch alles für dich. Hier. Sag, Hündchen, wo ist eigentlich dein Zuhause? Wo wohl? Hier natürlich, Großvater. Ich wollte eigentlich wissen, wo du herkommst. Aus einem Ort, der jetzt überschwemmt ist. Wie ist dein Nachname? Papa sagt, das will Liu heißen. Papa? Der Mann war dein Vater? Mhm. Machst du Witze?
Dein Vater? Welcher Vater verkauft seinen Sohn ohne zu weinen? Er ist ein Sklavenhändler. Hm? Ist ein Bastard. Er hat kein Herz, dieser Kerl. Ich würde einem Affen nicht antun, was er dir angetan hat. Mein armes Kind. Was hast du alles erleiden müssen? Großvater. Hm? Nicht weinen, nein. Dein Schicksal hat sich gewendet. Du heißt jetzt wie ich. König der Masken, König der Masken. Du wirst jetzt mein Enkel sein. Keiner wird es mehr wagen, dich zu schlagen. Deine Großmutter ist vor 30 Jahren davongelaufen. Ich war zu arm für sie. Sie hat mich und unseren kleinen Jungen verlassen. Das bedeutete, ich musste ihm gleichzeitig Vater und Mutter sein. Ich habe seine Windeln gewechselt und ich sah, wie er heranwuchs. Im Alter von 10 Jahren